Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Mittwochsausgabe des RTV-Ticker. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Städtische Klinikum Görlitz hat seit gestern seine Angebotspalette für Patienten erweitert. Vor einem Jahr war die Grundsteinlegung, wir von Euroregional TV haben berichtet. Nun wurde das Sozialpädiatrische Zentrum eröffnet und wir waren auch diesmal für Sie vor Ort. SPZ offiziell eröffnet. Am Städtischen Klinikum Görlitz wurde am 13. Mai 2014 das Sozialpädiatrische Zentrum offiziell eröffnet. In dem 1,3 Millionen Euro teuren Gebäude können ab sofort Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Sprachstörungen oder anderen Defiziten optimal behandelt werden. Nach nur einem Jahr Bauzeit ist ein moderner Flachbau mit optimalen Behandlungsmöglichkeiten für die kleinen Patienten und sehr guten Arbeitsmöglichkeiten für Ärzte und Klinikumsmitarbeiter entstanden. Klinikumsgeschäftsführerin Ulrike Holtsch betonte, dass man nun auch räumlich den herausragenden therapeutischen und medizinischen Leistungen des SPZ-Teams Rechnung tragen könne. 890.000 Euro hat der Freistaat Sachsen zum Bau des neuen SPZ beigesteuert. Sachsens Gesundheitsministerin Christine Klaus gehörte zu den Gästen. Sie zeigte sich in ihrer Rede vor Vertretern aus Kommunal- und Landespolitik beeindruckt von dem, was in Görlitz mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum geschaffen worden ist. Deutlich wurde auch, wie wichtig der Görlitzer Klinikumstandort für den Freistaat Sachsen ist. Schließlich habe Sachsen seit 1991 131 Millionen Euro zum Ausbau des Schwerpunktkrankenhauses der Region investiert. Sie sicherte die Unterstützung des Freistaates für die durch den baulichen Zustand des Hauses H entstandenen Herausforderungen zu. Oberbürgermeister Siegfried Deinige unterstrich, dass er sich noch besonders gut an die Grundsteinlegung gemeinsam mit den Kindern erinnere. Kinder des Betriebskindergartens erfreuten die Besucher anlässlich der SPZ-Eröffnung mit einem kleinen Programm und überreichten an die hochrangigen Besucher Bilderrahmen mit zahlreichen Fotos, die von der Grundsteinlegung an die Baufortschritte des SPZ dokumentierten. Im Anschluss gab es anlässlich der offiziellen Eröffnung eine riesige verzierte Torte, die Sozialministerin Christine Klaus und Oberbürgermeister Siegfried Deinige persönlich an die Gäste verteilten. Heute Mittag gab es im Naturschutztierpark Görlitz eine Pressekonferenz, in der neue tierische Bewohner vorgestellt wurden, die ab Ende Mai ein neues Zuhause im Tierpark erhalten werden. Dabei gab es für den Naturschutztierpark selbst noch eine faustdicke Überraschung. Was das genau heißt, das sehen Sie jetzt. Lebensraum Lausitz im Naturschutztierpark. Im Naturschutztierpark Görlitz steht das neue Lausitztal kurz vor der Eröffnung. Darüber informierte Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer am 14. Mai 2014 die Öffentlichkeit. Bevölkert wird das 4000 Quadratmeter große naturnahe Refugium von den Fischottern Deuka und Erwin sowie den vier verwaisten Waschbärengeschwistern, die im Naturschutztierpark aufgezogen wurden. Auch in der Teichlandschaft der Oberlausitz teilen sich Fischotter und die fidelen Waschbären den Naturraum. Der Naturschutztierpark möchte das Thema Neozonen mit dieser besonderen Wohngemeinschaft darstellen. So werden neue Aussichtsplattformen und Futterstellen sowie zwei Spielestationen ganz neue Begegnungen und Informationen über Waschbären und Fischotter ermöglichen. Eine besondere Attraktion wird ein Abenteuerfahrt im Gehege sein. Bis zur offiziellen Eröffnung des Lausitztales am 25. Mai 2014 ab 15.30 Uhr ist aber noch einiges zu tun, um den Besuchern bald überraschende Begegnungen zu ermöglichen. Teilen sich doch zukünftig zwei nachtaktive Räuber den Lebensraum auf dieser Anlage. Apropos Überraschung. Auch für den Tierparkchef und seine Mitarbeiter hielt der 14. Mai noch eine Überraschung bereit. Helmut Golz, Geschäftsführer der Hanf- und Drahtseilerei aus Görlitz, überreichte einen Scheck in Höhe von 6.000 Euro an Sven und Katrin Hammer. Das Geld ist für das nächste große Projekt des Naturschutztierparkes, den Ponystall, bestimmt. Helmut Golz unterstrich, dass die Hanf- und Drahtseilerei der Arbeit des Naturschutztierparkes traditionell sehr verbunden sei. So habe das Unternehmen in den letzten 10 Jahren 150.000 Euro für soziale und kulturelle Projekte in der Neißestadt zur Verfügung gestellt. 15.000 Euro davon gingen bisher in Projekte des Görlitzer Naturschutztierparkes. Die zoologische Einrichtung in der Neißestadt verfügt nach Auskunft der Tierparkleitung nach Fertigstellung dann deutschland- und europaweit über das größte Gehege für europäische Fischotter. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten vom Tage.
Der Landkreis Görlitz setzt seine Aufklärungskampagne über die Teufelsdroge Crystal fort. Es sollen noch mehr Menschen erreicht werden, so ist jetzt auch ein Kinospot geplant. Außerdem sollen Präventionsplakate auch in Bussen und Bahnen angebracht werden. Mit den bisherigen Veranstaltungen sind bereits hunderte Jugendliche und Eltern erreicht worden, aber auch Lehrer, Sozialarbeiter und Vereine. Görlitz dockt an das mitteldeutsche Archivnetzwerk an. Heute Mittag unterzeichneten der Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, Siegfried Deinige, und die Rektorin der Universität Leipzig, Professor Dr. Beate Schücking, einen Kooperationsvertrag, der die Mitwirkung des Görlitzer Ratsarchivs am gerade neu entstehenden mitteldeutschen Archivnetzwerk ermöglicht. Per symbolischen Knopfdruck ging dann das Robert-Scholz-Archiv und die Görlitzer Adressbücher von 1850 bis 1945 online. Und das war's mit den Kurznachrichten vom Tage. Wir kommen nun zu unserer Rubrik Erfragt und wir wollten Ihren Planungsstand zum Thema Sommerurlaub wissen. Haben Sie denn schon einen Sommerurlaub geplant? Nein, wir machen immer Kurzreisen. 3-4 Tage irgendwo in einer Stadt, die schön ist im neuen Bundesland. Wir fahren in den Kaukasus. Kaukasus, das ist ja mal was Besonderes. Nach Georgien, ja. Einen besonderen Grund für? Nö, uns interessieren die Berge, uns interessiert die Landschaft, die Natur und Kaukasus ist noch ziemlich unberührt und touristisch noch nicht so erschlossen und das macht uns neugierig. Ich war 5 Monate in Asien, bin erst wiedergekommen. Und wie kam es dazu? Backpacking, einfach Rucksackreise. Also sind Sie der alternative Urlauber? Ich reise viel, ja. So. Und ganz einfach. Günstig. Oder in Asien? Fast jedes Land aus Asien. Und dann wirklich mit dem Rucksack durchgelaufen auf Gott. Genau, laufen, Busse und teilweise Flüge. Ja. Mhm. Genau. Sehr genau. Und warum macht man sowas? Weil das ein Hobby ist, was von Eltern klein auf irgendwie in die Wiege gelegt wird. Also ich bin mit meinen Eltern seit klein auf gereist und ja, habe das weitergeführt. Was machen Sie denn lieber, wenn Sie Urlaub haben? Sommer oder dann doch lieber einen Winterurlaub? Lieber im Sommer. Lieber im Sommer, ins Warme sozusagen. Ins Warme. Nicht ganz so warm, aber warm. Beides, sowohl als auch. Da gibt es keine Vor- und Nachteile. Wir lieben beides. Das hat eigentlich beides seinen Reiz, finde ich. Also, nee, da mache ich schon beides gerne. Eher in den Sommerurlaub. Also, und warum? Des Wanderns wegen, des Wetters wegen und weil man auch gerne in der Natur ist halt. Welche Art von Urlaub haben Sie denn lieber, die Hotel- oder Aktivurlaub? Also teilweise also aktiv, teilweise auch Erholungsurlaub, also im Hotel ein bisschen mich erholen mag ich auch. Natürlich aber aktiv, ein bisschen Sehenswürdigkeiten auch. Da ich ja Familie habe, Kinder und so, bevorzuge ich eher so mit Ferienwohnung und alles selber gestalten. Hotel ist nicht so unbedingt unser Ding. Wir planen das in Eigenregie, aber letztendlich haben wir uns für dort einen Führer gemietet, weil der Kaukasus uns doch zu unsicher ist. Naja, stelle ich mir so zusammen. Bisschen mit Essen, bisschen ohne Essen, bisschen individuell, ganz persönlich. Also machen Sie lieber einen aktiven Urlaub, also nicht so ein Hotel irgendwie, oder? Nee, das liegt mir gar nicht eigentlich mehr. Man will ja was sehen von der ganzen Umgebung und doch eher ein Wandern oder überhaupt Spaziergänge, längere Gänge machen. Und jetzt schauen wir auf die noch nicht allzu sehr urlaubstauglichen Aussichten im ERTV-Wetter. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter. Auch in der kommenden Nacht bleibt uns der ungetrübte Blick zum Himmel verwehrt. Immer wieder ziehen teils dichtere Wolkenfelder über unser Sendegebiet. Sternengucker können ihrem Hobby also nur sehr bedingt nachgehen. Und dick einpacken müsste man sich auch. Die Temperatur sinkt auf Werte um 4 Grad ab. In den Morgenstunden des Donnerstags fängt es leicht an zu tröpfeln. Die dicke vormittagliche Wolkensuppe löst sich nur sehr träge auf. Zwar bekommen wir ab Mittag schon wieder erste Sonnenstrahlen verabreicht, so richtig schön wird es im Verlaufe des Tages aber nicht mehr. Die Maximaltemperatur beträgt morgen um die 15 Grad und ein böiger Wind aus Nord kommt dazu. Das war's mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Ich danke fürs Zuschauen und wenn Sie morgen wieder richtig ticken wollen, dann schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie.